So, mal wieder ein flüchtiges Willkommen, meine lieben Freunde, hier zurück zu Stardew Valley. Ich muss gerade selber erstmal wieder schauen, denn seit dem letzten Mal ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Es ist nämlich nicht nur ein neuer Tag, sondern auch mal wieder eine neue Aufnahme. Und ich sehe schon, erstmal müssen wir jetzt wieder ein bisschen Sachen sortieren. Das kann alles woanders rein, das muss hier nicht rein. Dafür kann das rein, dies hier. Und ich glaube, der ganze Rest kann hier oben rein. So, alles hier rein. Wir waren auf jeden Fall in der Mine. Zumindest vermute ich das jetzt einfach mal. Sieht zumindest sehr danach aus. Und mittlerweile haben wir schon fast die Hälfte des Winters erreicht. Und ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich auf jeden Fall Ende Winter erstmal mit diesem Spiel aufhören werde. Aber ich denke mal, ich werde früher oder später auf jeden Fall noch mal eine Runde spielen. Denn dieses Spiel macht einfach verdammt viel Spaß. Es ist wunderschön gemacht. Und es sollen ja auf jeden Fall noch weitere Updates kommen. Es kommt ja auch ein Update, wo man dann endlich Multiplayer spielen kann. Zumindest irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ob man dann den anderen besuchen kann oder ob man zusammen wirklich eine Farm leiten kann. Das wäre halt richtig cool. Werden wir dann auf jeden Fall uns auch anschauen. So. Auf jeden Fall erstmal hier noch alles gießen. Das wächst auf jeden Fall fleißig. Und jetzt sollte ich natürlich noch den Melkkübel mitnehmen. Und dann haben wir hier unseren kleinen Dagobert. Stimmt. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch eine Ente. Und das waren nur 3 Eier gerade, oder? Wir haben 4 Eier aufgesammelt. So, und das darf ich nicht vergessen. Ich muss auf jeden Fall jetzt 5-mal füttern. Finde ich ganz cool, dass man immer genau das Passende rausnimmt. So, und wir haben hier noch dieses Schattenei. Da habe ich keine Ahnung, was da auf uns wartet, was da rauskommt. Ich hoffe nicht irgendwas, was die anderen Hühner auffrisst. Das wäre dann nicht so lustig. Auf jeden Fall haben wir hier überall diese komischen Sterncheneier. Ich weiß nicht, ob wir die im Endeffekt da reinhauen sollen, aber wir brauchen unbedingt ein bisschen Geld. So, wir haben noch 2-mal Milch. Können wir hier mal als Käse machen. So. Und jetzt gehen wir mal zu den Kühen. Na ihr? Oh, alle schön in Reihe aufgestellt. Hallo? So, jetzt können wir natürlich euch auch melken. Gibt gleich noch eine große Milch. Ach lor, ich hab dich doch schon gemolken. Dich hier wollte ich melken. So. Und dich da. Cool. Wir haben insgesamt, ja, 4 Milch bekommen. Und jetzt können wir ein bisschen füttern. So, hier. Lustigerweise füllt sich das Wasser immer von selber auf. Das heißt, da müssen wir gar nichts machen. Aber der Kuhstall ist ja auch schon ausgebaut, ne? Fällt mir gerade so auf. Ich glaube, ne? Ich glaube, den hatten wir ausgebaut. Das heißt, wir können uns jetzt auch eigentlich, ich glaube sogar, Schafe besorgen. Zumindest bin ich der Meinung, dass es Schafe waren. Können wir mal nachschauen. Geld haben wir auch dafür, das sollte reichen. Cool. Holen wir uns ein weiteres Tierchen für unsere Farm. Das wird bestimmt cool. Ja, ansonsten habe ich leider keine Ahnung, was wir jetzt so machen sollen, weil, ja, der Winter ist auf jeden Fall nicht so spannend, finde ich jetzt. Hero Wiederwurm. Ich forsche gerade an der vergessenen Kunst der Schattenwahrsagung. Aber ich benötige einen Gegenstand namens Schattenessenz. Bring ihn zu mir und ich werde dich belohnen. M. Rasmodius, seines Zeichens Zauberer. Ja. Der Zauberer, der immer noch momentane Teleportation beherrscht. Die ich auch gerne lernen würde. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. So. Nochmal schnell die letzten Brillen schreddern. Wir haben doch bestimmt hier noch Schattenessenz. Haben wir keine Schattenessenz mehr? Da, 18 Stück. Oho. Mehr als genug. Wirklich mehr als genug. So, wir müssen auf jeden Fall
auch mal unbedingt wieder bei Mani vorbeischauen. Ich kam gerade nicht auf den Namen. Das werden wir jetzt ja machen. So, hallo. Kann ich dir irgendwas schenken? Kann ich dir eine Höhlenkarotte schenken? Oh, die mag das alles nicht so. Tiere kaufen. Enten haben wir jetzt ja schon. Und eine Ziege. Ach, wir können gar keine Schafe kaufen. Das sind, glaube ich, Schafe. Brauchen wir Luxusstall, Luxusstall und Luxushühnerstall. Eine Ziege. Cool. Ja, keine Ahnung, was wir von der Ziege bekommen. Fem. Nein. Netsch. Prungus. Mo. Kaka. Wir nennen seine Ziege Kaka. Alles komische Namen. Ja, wie nennen wir unsere Ziege? Ich weiß es gar nicht. Was gibt's denn irgendwie für interessante Ziegen? Keine Ahnung. Was für einen Ziegennamen gibt's denn? Es ist immer so schwer, irgendwelche Namen zu finden für die Tiere. Nee, jetzt einfach Mr. Ziegbart. So, total der bescheuerte Name, aber egal. Zur Not verkaufe ich ihn später wieder. So, ich denke mal, eine Ziege, reicht eine Ziege erstmal. Oder kaufen wir mehrere? Eine Schafschere. Die brauchen wir nicht für die Ziegen, ne? Ich weiß nicht, was die Ziegen droppen. Kostet nur 4000, also ist ja nicht so überragend viel, ne? Ja. Wir lassen es erstmal bei einer. Gucken uns das Ganze so ein bisschen an. Da vorne ist wieder was zum Aufhacken. Und eine Schneesüßkartoffel. Ja, wir sind am Anfang des Winters, ich glaube, 3 Folgen nur durch die Gegend gelaufen und haben diese Schneesüßkartoffeln gesucht. Und jetzt finden wir sie quasi die ganze Zeit. Und hier ist wieder dieser Händler. Der hat... Nein! Nein, jetzt habe ich irgendwie so einen Kackkugelfisch gekauft. Das war nicht mit Absicht. Eine Hasenpfote, die brauchen wir noch. Nautilusmuschel, Granatapfel. Die bräuchten wir sogar noch, um irgendwo abzugeben, aber das ist alles, das Ganze nicht wert. Jetzt habe ich natürlich so einen komischen Kugelfisch gekauft. Das war total fail. Das war keine Absicht. Da habe ich mich gerade ein bisschen verklickt gehabt. Das ist doof gelaufen. Naja, jetzt haben wir einen Kugelfisch. Der sieht irgendwie lustig aus. Ich glaube, wir haben sogar schon mal einen gefangen, oder? Bin mir da nicht sicher. So, hallo. Ich glaube, die Leute haben Angst vor mir. Ja, ich glaube schon. Oh, 1000 Gold. Das ist ganz okay, finde ich dafür auf jeden Fall. Ist jetzt nicht überragend viel, aber ja, auf jeden Fall nicht schlecht. So, jetzt gucken wir hier unten nochmal schön. Da ist noch eine Kristallfrucht, die ist glaube ich auch einiges wert gewesen. Da unten ist überall Müll. Ja, hatten wir schon mal das Thema hier. Schöne Zivilisation, schöne Idylle hier, das kleine Dörfchen und so weiter. Aber außenrum ist halt überall der Müll, überall die komische dreckige Kanalisation und so weiter. Das heißt, im Endeffekt sieht es hier zwar sehr schön aus, aber trotzdem wird ja hier Müll produziert und irgendwelche komischen Sachen. So. Ja. Da können wir ja mittlerweile auch schon rein. Ich glaube, dadurch haben wir eigentlich fast alles, ne? Wir haben mittlerweile fast alles freigeschaltet, außer die Busreparatur, die fehlt noch. Das heißt, wir müssen noch, ich glaube, in eine Wüstenregion oder sowas kommen. Bin mir da nicht so ganz sicher. Hier kommen wir auch noch irgendwann lang. Ich weiß nicht, wie man da durchkommt. Was verkaufst du eigentlich nochmal? Ein Schattenei. Das haben wir doch schon. Eine Sternen. Ach ja, genau. Für 20.000 können wir ja noch eine Frucht kaufen.
Und dieses Zepter ist halt richtig Hammer, ne? Womit man immer wieder zur Farm zurückkehren kann. Das kostet aber eben mal 2 Millionen. Wir haben 9000, das ist halt denn schon ein bisschen mehr. Ja. Werden wir vielleicht mal irgendwann bekommen. In 10 Jahren oder so. Ja. Wir gucken mal wieder am Strand, ob es hier was Schönes gibt. Ich hätte eigentlich die Sachen mitnehmen sollen, die Geoden und so, um halt mal beim Schmied zu schauen. Was wir da bekommen. Natürlich habe ich die Köder vergessen. Ah, natürlich. Die habe ich irgendwo in der Kiste liegen gehabt. Aber dafür gibt es hier auf jeden Fall jede Menge Seeigel und sowas. Wow, da hinten ist noch einer. Das gibt auf jeden Fall schon mal recht gut Kohle. Nice. Nice, nice, nice. Ja, ich wüsste aber noch auch gerne, was es mit diesen komischen Statuen hier auf sich hat. Die gibt es ja auch überall hier, zum Beispiel hier drüben. Da. Eine Eule oder irgendwie sowas. Ja. Da ist nichts drin. Aber ansonsten... Ja, mittlerweile haben wir das meiste halt schon. Da ist was zum Aufhacken. Leider nur eine Winterwurzel. Dann können wir mal wieder zum Steinbruch fahren, aber ich glaube, da ist... Kommt da eigentlich überhaupt was Neues irgendwann? Ich glaube schon, ne? Weil das Kupfererz ist wieder da. Ab und zu sind da mal neue Sachen, aber es dauert wahrscheinlich ewig, bis dort was Neues kommt. Und ansonsten... Ja, was haben wir denn überhaupt noch, was wir noch nicht haben? Wir haben noch nicht diese Wüste hier oben. Das ist, glaube ich, das müsste die Busreparatur sein. Der fährt dann hier einfach durch. Dann fehlt uns im Endeffekt eigentlich nur noch... Ich weiß nicht, was dieser einsame Stein hier auf sich hat. Ansonsten haben wir doch fast alles, oder? Den Steinbruch haben wir jetzt auch. Genau, in der Kanalisation kommt man doch irgendwo raus. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Vielleicht zur Wüste. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Genau, hier oben ist noch eine Höhle. Beim Bahnhof. Da geht es auch noch irgendwo hin. Ich weiß nicht, wo es dahin geht. Da brauchen wir auch irgend so ein komisches Abzeichen oder so. Da habe ich keine Ahnung, wo wir das herbekommen. Dann haben wir dieses Rätsel dieser Statuen. Dann ist noch dieser komische Pirat manchmal da, der da im Regen irgendwo steht. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Aber ansonsten... Ja. Haben wir mittlerweile das meiste. Hier hinten, ne? Dieser Typ. Da. Ich weiß nicht, was man damit macht. Da ist eine Kristallfrucht noch. Cool. So, die können wir mitnehmen. Und ich hätte eigentlich mal ein paar Materialien mitnehmen sollen. Dann hätten wir vielleicht nochmal unser Häuschen ein klein bisschen upgraden können oder so. Können wir mal kurz schauen, was das Ganze kostet. Natürlich ist sie nicht mehr da. War ja irgendwie total klar. Ach, stimmt. Wir haben noch dieses Rätsel mit dieser komischen Batteriebox im Tunnel. Das haben wir auch mittlerweile freigeschaltet. Da brauchen wir aber, glaube ich, eine Regenbogenmuschel. Und die hatte ich ja leider alle verkauft. Und ich glaube, die gibt es wirklich nur im Sommer. Das ist auch noch ein Rätsel, was wir auf jeden Fall lösen müssen irgendwann. Ja. So, ganz viel Käse und so. Können wir alles verkaufen. Käse können wir eigentlich auch komplett verkaufen, ne? Brauchen wir ja nicht unbedingt. Beziehungsweise kriegen wir immer wieder. So. Hä? Ach, ich wollte gerade die Milch ausrüsten. So. Und haben wir noch ein paar Eier? Ein paar Eier. Haben wir den Eier? Da. Und ein bisschen Melonengelee.
Das bedeutet, wir bekommen auf jeden Fall ein bisschen Kohle dafür. Schmeißen wir noch mal eins rein. Nicht essen, Junge. Haben wir hier eigentlich reingeschaut? Komme ich da jetzt überhaupt noch durch, weil das Teil ja kaputt ist? Nein, ich komme da, glaube ich, nicht mehr durch. So. Oh, mal wieder eine Wildpflaume. Die finden wir relativ oft. Ich hätte gerne mal wieder was anderes. So. Wildpflaumelein. Die Kristallfrüchte können wir auch mal hier reinpacken. Die brauchen wir vielleicht auch noch mal irgendwann. Da haben wir keinen Platz für, natürlich. Da kommt das Ganze hier rein. So. Den Stein. Die Saat können wir hier lassen. Den Stein packen wir mal da rein. Oh, wo kommst du denn her? Mr. Fledermaus. Kommen Sie her. Oh, bringen Sie mir Geld. So, das kann hier rein. Den Kugelfischli, haben wir den überhaupt jemals gefangen? Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, wir brauchen sogar noch einen. Die Krabbe können wir auch mal hier reinschmeißen. Der Rest bringt halt ziemlich viel Geld. Ich bin gerade am Überlegen. Brauchen wir nicht sogar noch für das Buch? Ja, da brauchen wir auf jeden Fall Ziegenmilch und Enteneier. Die dürften wir dann auch bald bekommen. Dann haben wir das auf jeden Fall komplett fertig. Das Gewächshaus. Das wird cool. Da, den Kugelfisch brauchen wir sogar noch. Und einen Sandfisch. Den finden wir nur in der Wüste. Ja, uns fehlt immer noch der Aal. Keine Ahnung, wo wir den herbekommen. Und der Stör. Habe ich auch keine Ahnung. Und der Buntbarsch. Natürlich. Tresor, das ist einfach nur... Das ist die Busreparatur. Ah, wenn wir dafür Geld zusammensparen, wir brauchen noch 40.000 Gold. Das ist jetzt nicht überragend viel. Es ist auch nicht wenig, aber es ist auch nicht überragend viel. Ja, die Hasenpfote hätten wir sogar kaufen können. Dann hätten wir irgendwas bekommen. Freundschaft hätten wir bekommen. Und hier brauchen wir auf jeden Fall eine Entenfeder und Rotkohl. Und Rotkohl findet man, glaube ich, erst im zweiten Jahr. Ja, wir müssen Geld zusammensammeln, um den Tresor zu kaufen. Das werden wir auf jeden Fall probieren. Würde ich mal sagen. Dann, ja, die Busreparatur. Das interessiert mich auf jeden Fall noch. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Bevor wir mit dem Let's Play erstmal aufhören. Wir haben sogar noch einen Diamanten, den wir verkaufen könnten. Ein Topaz können wir auf jeden Fall verkaufen. Die Sachen können wir morgen mal vielleicht aufknacken. Oder wir machen nochmal eine Minentour morgen. Dann können wir nochmal schauen, dass wir vielleicht noch ein bisschen Geld zusammenbekommen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch was gehört, dass man angeblich... Klappt das? Ja! Man kann Quarz nämlich in den Ofen hauen und bekommt daraus diesen anderen Quarz, diesen verfeinerten Quarz, den wir da unten in der Kiste haben. Ich weiß gar nicht, was hat der denn nochmal gebracht? Das lohnt sich aber überhaupt nicht. Obwohl, doch, Quarz bringt 25, Kohle kostet 15, das heißt, man macht 10 Gold Gewinn. Das ist jetzt nicht überragend viel, aber immerhin, auf jeden Fall. Die Nautilusmuschel. Ja, die Regenbogenmuscheln, die bräuchten wir jetzt ganz schön. Ansonsten, ja, mal gucken. Habe ich noch irgendwas groß, was ich verkaufen könnte? Die sollten wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Genau, dann bereiten wir uns mal wieder auf eine Minenfolge vor, würde ich sagen. Damit wir ein bisschen Geld zusammenbekommen. Können wir mal gucken. Das ist alles noch ganz gut. Habe ich dich überhaupt heute besucht? Ja, habe ich. Aber ich habe dir gar nichts zu trinken gegeben. Auch wenn das eigentlich einfrieren müsste, aber... Okay. So, das müssten nochmal 80 Gold sein. Ansonsten... Weiß ich gar nicht, haben wir hier irgendwas? Was wir noch verkaufen könnten. Wir brauchen Geld, wir brauchen Geld. Ja, eine Koralle, die finden wir halt ständig wieder, ne? Ich glaube, die Herzmuschel ist nicht wenig wert. Aber wir haben mal hier jeweils noch einen weg. Und
haben wir noch irgendeinen guten Fisch, den wir verkaufen können? Na, davon haben wir ein paar mehr. Da können wir gleich mal 3 von verkaufen. Und einen Lachs. So. Weg damit. Das, das, das kann weg. Das, das und das. So. Sollte noch mal ein bisschen Geld bringen. Nicht allzu viel wahrscheinlich. Aber immerhin. Auf jeden Fall ein bisschen was. Tiere habe ich versorgt. Rest habe ich auch alles gemacht. Weiß ich gar nicht, was ich jetzt noch machen soll. Es ist gerade mal 21 Uhr. Ist es noch nicht überragend spät? Können wir mal kurz gucken, dass wir noch ein bisschen Geld bekommen. Jetzt kommt natürlich die Fledermaus, das ist natürlich echt ungünstig. Einen Barsch. Sogar eine bessere Größe. Ja, komm mal her. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich den legendären Fisch schon gefunden, den es im Winter gibt? Ich glaube, es gibt einen auch im Winter. Ich glaube, der fehlt uns noch. Den haben wir, glaube ich, nicht erwischt bekommen. Der war uns, glaube ich, zu schnell. Da müssen wir auch unbedingt nochmal schauen, dass wir den auf jeden Fall bis Ende des Jahres auch noch fertig kriegen. Weil einen im Herbst haben wir ja auf jeden Fall schon gefangen. Mal gucken. So, jetzt noch schnell hier den Fisch rausholen. Ich habe schon gesehen, da oben ist schon wieder Käse und so fertig. Können wir nochmal was reinhauen. Und ein Zwergwels, auch eine bessere Größe. Ah, es ist sogar alles fertig. Das gibt nochmal gut Geld. Wir haben auch noch, ja, hier ein bisschen Milch, die wir da reinhauen können. Einmal hier und einmal hier. Und haben wir noch Eier? Ja, wir hauen jetzt einfach diese Eier hier rein. Wir brauchen Geld. Geld, Geld, Geld. Ja, jetzt haben wir hier den Quarz bekommen. Das lohnt sich eigentlich überhaupt nicht wirklich, aber immerhin besser als nichts. So, das hier, das hauen wir auch mal hier rein. Die Saat und das hier. Den Rest verkaufen wir noch und dann würde ich aber sagen, reicht's auch für heute. So, ich schätze mal so auf die 3000 Gold. Würde ich jetzt mal tippen. 3000 Gold? Kommt das hin? Bin mir nicht so ganz sicher, aber es könnte hinkommen. Ah, es werden doch ein bisschen mehr. 6000 Gold. 7000 sogar. Ja, alleine gut. Allein 2000 Gold an Mayonnaise und wir haben ja insgesamt 8 Käse verkauft. Auch nochmal 2500 Gold. Das ist nicht schlecht. Allein 1000 Gold für die Sachen vom Strand. Das ist auch nice. An Fischen und sowas haben wir auch 1000 Gold verdient. Das ist auch extrem viel. Passt das überhaupt? Das sind doch hier gerade mal so ein paar. Das sind so viele Sachen. Und der Topaz und ja, die Fledermausflügel. Gut. Haben wir wieder 7000 Gold gemacht. Das heißt, 40.000 Gold wollen wir zusammenkriegen. 15.000 haben wir jetzt, glaube ich, ungefähr. Mal gucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und immer schön fluchtig bleiben. Ciao.